wollte mein Freund noch haben, schon bevor er ins Bett geht. Ach, was, nur ein Quiz, doch dann hast du jetzt 3.3 und somit auch HW abgeschlossen. Da kommt die Vorbereitung aufs Stormblatt. Echt? Sehr cool. Oh, ich freue mich. Und wie viele Quests, also, nochmal blöd gefragt, wie viele Quests wären es denn ungefähr noch bis Stormblood? Weil vorhin war ja insgesamt noch 35. Ich weiß es nicht, sind es jetzt 30 noch? 29? 31? Sowas in dem Dreh, glaube ich. Weil Hagrid meinte ja vorhin, dass es von da aus noch 35 Quests waren. Deswegen. Okay, mal schauen. Ich glaube, heute schaffe ich das nicht mehr, oder? Heute schaffe ich das nicht mehr, das wird eng. Das wird, glaube ich, sehr, sehr eng. Und dabei würde ich so gern Stormblood noch erreichen. Nein, ich setze mich tatsächlich nicht selber unter Druck. Ich will einfach. Ich will einfach nur wissen, wie es weitergeht. Bin einfach nur aufgeregt. Ich möchte noch mehr sehen. Noch mehr herausfinden. Noch mehr neue Orte kennenlernen. Ach Gott, ich will alles erkennen. Alles erkennen vor allem. Alles sehen, alles erleben. Ne? Und so. Oh, ja gut, der Bogen. Den freu ich. Nehmen wir bitte. Du hast das Emote Triumph gelernt. Juhu! Ich hab ein neues Emote. Der ist lang. Oh mein Gott. Okay, das Emote ist cool. Das ist cool. Das mag ich. Der Jungfrau-Mode ändert sich je nach Shop. Ja, habe ich gerade herausgefunden. Deswegen habe ich gerade noch mal den Samurai und den Baden ausprobiert. Deswegen sage ich ja, ich liebe diesen Emote, der ist voll cool. Ich liebe Emotes, die sich nach Shop ändern. Das macht Spaß. Ja, ich mag alles, was cool ist, was glitzert. Herr Emanuela! Oh nein. Honora, was läufst du denn hier herum? Sind deine Wunden schon verheilt? Ja, Herr, es geht mir schon viel besser. Ein paar Narben werden wohl zurückbleiben, aber ich habe mir sagen lassen, dass manche Damen das anziehend finden. Oh mein Gott. Naja. Anziehend, sagst du? Na warte, ich zieh dir gleich die Ohren lang, mir solche Sorgen zu bereiten. Ich habe bei den beiden eher ein anderes Gefühl. Hey, Manila. Dann testen wir deine Theorie doch mal. Wie denn? Graf Fortin hat mir erzählt, was passiert ist. Das muss ja ein gigantischer Kampf gewesen sein. Zu gern hätte ich ihn mit eigenen Augen verfolgt. Ja, war schon episch. Ihr habt einen glorreichen Sieg für Ishgard errungen. Die Kunde darüber verbreitet sich wie ein Lauffeuer in der ganzen Stadt. Man feiert ausgelassen und singt Lieder über euch. Viele sind nun stolz auf Ishgards Rückkehr in die Eorzeische Allianz und fassen neue Hoffnung. Vielleicht sollten wir die Gunst der Stunde nutzen, Großmeister Emmerich. Schick sofort einen Boten zu Widofnir und lass die Feier in Falkenhorst vorbereiten. Nun endlich werden wir Frieden mit den Drachen schließen und damit den Drachenkrieg beenden.
Jawohl, Großmeister. Artoirell befindet sich noch in Falkenhorst. Ich werde ihn bitten, sich mit den Vorbereitungen zu beeilen. Emanuel, du wirst ihm dabei helfen. Ach ja. Wenn das mal nicht ein epochales Ereignis wird. Ich sage Jestola und den anderen Bescheid. Ich kann dir gar nicht genug danken. Die Friedensfeier soll auch deine Verdienste würdigen, denn du hast sie überhaupt erst ermöglicht. Ja. Flippt, oder? War da ja hinten am Ausmachen. Huch. Nicht raustappen, bitte. Kann man hier mal was ausprobieren? Gut. Ist das halt. Nicht. Ich bin hier gerade ein bisschen am Licht ausprobieren. Ein bisschen dunkel zwar, aber nicht zu dunkel. Hallo, Elfino. Ja, der Kampf mit Raubbahn war schon nicht schlecht. Und dann einmal zurück zum Falkenhorst. Dahin. Mit Alfino sprechen. Hallöchen. Es ist fast soweit. Vidofnir wird kommen, ganz bestimmt. Na. Ja, da bin ich mir sicher. Ich mir nicht. Ja, das ist die Schankmaid, die das Volk aufhetzen wollte. Die Schüsse hat sie überlebt. Aber Schaden wird sie nun keinen mehr anrichten. Sie soll die Zeremonie ruhig mit ansehen. Lucia, ich werde bei meiner Ansprache vom Manuskript abweichen. Ja, klar. Sehr wohl, Großmeister. Bitte sprecht, wie es euch angemessen erscheint. Ich höre einen Drachen. Seht!
Ich hoffe, ich habe euch nicht warten lassen. Ihr messt den Lauf der Zeit so viel genauer als wir. Keineswegs, große Widofnir. Wir heißen dich willkommen und danken dir, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Mein Vater hat sein Einverständnis gegeben und so konnte ich meinem Herzen folgen. Wir alle sehnen uns schließlich nach Eintracht und Frieden. Wie sehr du mir damit aus der Seele sprichst. Lass uns diesen Wunsch am heutigen Tag allen kundtun und unser Bündnis besiegeln. Völker von Kirtas und Dravania, heute werdet ihr Zeugen einer Sternstunde unserer gemeinsamen Geschichte. Die Freundschaft, in der Ishgarder und Drachen vor langer Zeit verbunden waren, wurde jäh durch einen Verrat zerstört, der uns bis zu diesem Tag verfolgt. Er brachte Leid, Bitterkeit und schmerzliche Verluste auf beiden Seiten, die uns zu immer neuen Gräueltaten trieben. Auch heute noch können wir sie kaum verwinden. Ja, die Wunden, die sie schlugen, sind tief und mögen vielleicht niemals völlig heilen. Und wir sind auch nicht hier, um sie zu leugnen. Doch wir alle, die wir schon so lange wehklagen, lasst uns einmal innehalten und über unseren Schmerz hinausblicken. Die Gefallenen kehren nicht wieder zurück. Doch wir sind hier, am Leben. Werfen wir dieses Leben nicht weg. Ziehen wir einen Schlussstrich, damit nicht auch unsere Kinder und Kindeskinder ihr Leben für unsere Unversöhnlichkeit hingeben müssen. Die Kluft zwischen unseren beiden Völkern ist tief. Wir werden große Hindernisse überwinden müssen. Hindernisse in uns selbst. Seid ihr bereit, das auf euch zu nehmen? Generation um Generation, bis der Friede jedem zur Natur geworden ist, werdet ihr mit ganzer Seele versuchen, die Drachen zu respektieren und ihnen in Freundschaft zu begegnen? Ja, das werden wir. Wir werden uns an die Schrecken der Vergangenheit erinnern, um daraus zu lernen. Und an die Zeiten, in denen der Friede Realität war, nachdem wir uns heute so sehen. Ja, es befürchtet. Den Bogen. Ja,
tief seid ihr gesunken. Brüder will ich euch nicht mehr nennen, ihr Würdelosen. Bei den Mördern eurer Ahnen bietet ihr euch also an? Bei den Schlechtern eurer Kinder? Dann gilt mein nächster Kriegsruf, auch euch! Seid versichert, es wird der letzte sein. Und er kündet vom letzten Tag eurer erbärmlichen Geschichte. Bis dahin, zittert und heult, klammert euch an eure Hoffnung, auf dass ich sie endgültig zunichte machen kann. Estinien. Es ist wirklich geschehen. Er ist zu Nidhogg geworden. Der schwarze Drache ist an allem schuld. Wenn er nicht wäre, hätten wir jetzt Frieden. Und so geht das Ganze von vorne los. Genau, gerade wo wir uns mit dem Drachen versöhnen wollten. Von wegen warten. Wir werden ihn zuerst erwischen. Wir werden Nidhogg töten. Tötet Nidhogg! Tötet Nidhogg! Tötet Nidhogg! Tötet Nidhogg! Tötet Nidhogg! Tötet Nidhogg! Ich habe so das Gefühl, alles, was wir anfassen, geht in die Brüche. Wir dürfen uns einfach in der Ecke setzen und nichts mehr tun. Es könnte ja alles so einfach sein, ne? Gut. Dann mal bitte dahin teleportieren. Hier waren wir aber echt lange nicht mehr. Oh, jetzt gerade, wo muss ich schon wieder hin? Hier runter, ne?
oder? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, ja. Ah, mein Empfangszimmer. Lang, lang ist her. Tut mir leid, wenn du warten musstest. Die Getränke? Als ich darum bat, das Zimmer hier benutzen zu dürfen, hat man mir gleich auch etwas zum Aufwärmen mitgegeben. Eine nette Geste, nicht wahr? Wie mich das an damals erinnert, als wir von dem Bankett geflohen waren und Orchefort uns aufnahm, im Sonnenschnee. Und nun ist er nicht mehr bei uns und von so vielen anderen mussten wir Abschied nehmen. Isel, Enfilia. Und nur die 12 wissen, was Ida und Papa Limo zugestoßen ist. Ja, dem tun sie. Ich habe ständig über Matoyas Worte nachgedacht. Können wir wirklich einen Weg vorzeichnen, von dem wir wissen, dass viele von uns nie sein Ende erreichen werden? Was ist so wichtig, dass wir unsere treuesten Freunde dafür opfern würden? Als ich mich noch stolz Kristallkommandant nannte, hätte ich nicht eine Sekunde gezweifelt. Die ideale Weltordnung ist es wert. Oder das Glück der Eorzea, oder etwas ähnliches. Aber jetzt? Es ist Zeit, in uns zu gehen und uns zu fragen, was wir eigentlich wollen. Und ich glaube, bei der Friedensfeier, als ich Estinien sah, ist es mir klar geworden. Ich will für meine Freunde einstehen. Das soll von nun an mein oberster Grundsatz sein. Bald wird Nitox Ruf ertönen, um sein Gefolge zum Angriff zu rufen. Emmerich wird keine andere Wahl haben, als sich gegen seinen einstigen Freund zu wenden und Estinien für Ishgards Wohl zu opfern. Das ist Emmerichs Entscheidung und ich werde nicht versuchen, darauf Einfluss zu nehmen. Stattdessen will ich sie vorwegnehmen, indem ich Estiniens Seele rette. Ich weiß, dass die Chancen nicht gut stehen und möchte dich nicht auf einen gefahrvollen Weg drängen. Du bist schließlich eine genauso wichtige Freundin, die ich nicht verlieren möchte. Aber ich vertraue in deine Kraft. Ja, aber bei mir ist es nicht ganz so wichtig, ne? Und Estinien. Ja. Opfert immer die Katze. Ja. Ja, wir müssen ihn retten. Ich danke dir. Wir können es schaffen. Wir müssen. Gut. Und wieder zurückreisen. Alter, bleib doch mal an Ort und Stelle. Reise hierhin, reise dorthin. Ich will die Schleimpfütze immer noch haben. Gib mir den Blob. Ich will den Blob haben. Was haben wir denn hier Schönes?
Du hast das Emote aufwärmen gelernt. Juhu, noch ein neues Emote. Dass die Friedensfeier ein solches Ende nehmen würde. Ich habe so großen Hass in seiner Seele gespürt, dass ich innerlich zurückzuckte. Auch nach Jahrhunderten des Schlachtens ist sein Rachedurst so stark wie am ersten Tag. In so einer gefährlichen Lage war Ishgard also. Und Eorzea. Matoya hatte schon recht mit ihrem Vorwurf. Dass uns wohl nicht klar sei, dass man einen hohen Einsatz auch mal verlieren kann? Das war wohl weniger ein Vorwurf, als einfach Matoyas Art, uns anzuspornen. Ich werde auf jeden Fall weitermachen, um am Ende das zu erblicken, was Matoya suchte. Die Wahrheit über diese Welt. Und noch mehr. Das ist dein Ziel? Zu hochgegriffen, meinst du? Keineswegs, bei der Lehrmeisterin. Nee. Da steht der Hanjoke wieder. Unaufhaltsam malten die Mühlen des Schicksals weiter, unbeirrt von der frommen Hoffnung der Ishgarder auf Stabilität. Ihre Wunden würden ohnehin kaum heilen und der Aufbruch in die neue Zeit fiel schwer. Nun war auch noch der Erzfeind wiedergekehrt. Doch die Wende war gekommen und durch nichts mehr aufzuhalten. Ob Nitoks Kriegserklärung ein letztes Aufbegehren sein würde oder das Wiederaufflammen des tausendjährigen Krieges, würden die weiteren Ereignisse zeigen müssen. Und wieder hinein. Ja, wir haben immer einen Augenblick Zeit für dich.
wir auch mal wieder kämpfen. Es ist erstaunlich ruhig mittlerweile. Keine Inni, nichts. Es ist zu ruhig. Viel zu ruhig. Das gefällt mir nicht. Schreit das nicht zu laut? Ja, okay. Aber es ist auch so, es ist viel zu ruhig. Es kommt ja gar nichts gerade. Hi, Tera. Wo muss ich hin? Ah, da! Ich blinder Vogel. Hallo. Wartet ihr schon lange auf uns? Hallo. Keine Sorge, Alfino. Uns war nicht langweilig. Der Wirt hat uns reichlich von seinem köstlichen Glühwein eingeschenkt. Mm, Glühwein. Was für ein aromatischer Genuss. Oh, ich freue mich auch wieder auf ja, Glühwein. Ja, Gibrillons Glühwein ist nicht nur wahnsinnig lecker, sondern die Kräuter darin beleben auch Geist und Körper. Mhm, die beleben auch was ganz anderes. Der Wein war wirklich gut. Aber wir sind nicht hier, um über Wein zu sprechen, oder? Nee, eigentlich nicht. Da hast du recht. Kommen wir lieber gleich zur Sache. Es geht um Estinien. Habt ihr herausgefunden, was mit ihm geschehen ist? Hab ich Bock auf Glühweinbonbons. Dazu komme ich gleich. Lasst uns erst einmal rekapitulieren, was wir bisher wissen. Es gibt Glühweinbonbons? Fangen wir damit an, was in Assislar passiert ist. Bitte korrigiere mich, wenn ich deinen Bericht falsch in Erinnerung habe. In dem Moment, als Estinien beide Drachenaugen in seinen Händen hielt, schrie er vor Schmerzen auf und nahm die Gestalt des Drachen an. Also man nehme ihm die eben Augen jene Drachenaugen befanden sich an der Rüstung, die Estinien in Falkenhorst trug. Und sie dienten nicht bloß zur Zierde. Ich habe gesehen, wie eine mächtige Ätheraura von ihnen ausströmte und Estiniens Äther fast vollständig erstickte. Bedeutet das denn, dass Estiniens Verwandlung in Nitok tatsächlich endgültig ist? Keine voreiligen Schlüsse. Yshtola sagte doch fast vollständig. Die Präsenz des schwarzen Drachen war zweifellos überwältigend, aber ich spürte auch etwas Fremdes, das nicht zu ihm gehörte. Yshtola hat dafür eine Erklärung. Was ich gespürt habe, war ein schwaches Bewusstsein, fast vollständig verdeckt von dem Hass des Drachen. Estiniens Bewusstsein? Ja, ich glaube schon. Mit ihrer Gabe hat Krele die Gedanken Estiniens wahrgenommen. Seine Seele existiert noch. Vielleicht können wir Estiniens Seele befreien, indem wir die Drachenaugen entfernen. Was meint ihr? Das ist schwer zu sagen. Schließlich hat noch niemand von uns versucht, zwei Seelen auseinanderzureißen, die einen Körper teilen. Solange es auch nur einen Funken Hoffnung auf Rettung gibt, werde ich nichts unversucht lassen. Alfino. Ich teile deine Hoffnung, aber bedenke auch die Gefahren. Selbst wenn wir die Seelen trennen, wissen wir nicht, ob Estiniens Seele es überlebt. Und es könnte sein, dass derjenige, der die Augen entfernt, selbst von dem schwarzen Drachen beherrscht wird. Danke für die Warnung. Dennoch muss ich es versuchen. Ich werde Estinien von den Drachenaugen befreien und darauf vertrauen, dass sein Geist stark genug ist, um das zu überstehen. Der ist doch. Ah, hier sind die Damen und Herren. Da, Jen.
Ein Bote der Tempelritter kam soeben zu unserem Anwesen und überbrachte die Nachricht, dass Großmeister Emmerich mit Herrn Alfinot und der Kriegerin des Lichts sprechen möchte. Großmeister Emmerich? In Ordnung, wir gehen gleich zu ihm. Vielen Dank für die Nachricht. Wir kümmern uns weiter um unsere Nachforschungen. Gut, wir sprechen dann später weiter. Vielen Dank für eure Bemühungen. Also dann, bis gleich in der Kongregation der Tempelritter. Alfinot wirkt ziemlich verbissen, wenn es um Estinien geht. Pass auf, dass er keine Dummheit begeht. Ja, das ist das Problem. Er begeht immer Dummheiten. Grundsätzlich. Das ist genauso gut wie seine Pläne. Ach, Drachi! Ihr seid entschlossen, euren Freund zu retten. Drachi! Doch wird es euch gelingen. Hallo! Alfinot ist ja auch naiv, ja. Sehr. Das ist auch das, was mich so an ihm nervt. Die Friedensfeier in Falkenhorst hätte den noch zarten Bund zwischen Ischgardern und Drachen bekräftigen sollen. Aber? Doch der Schatten Nitox, der sich des Körpers des Azur-Drachenreiters bemächtigt hatte, besudelte den Neuanfang mit dem Blut seiner eigenen Art. Mit dieser Tat machte er dem Volk von Ischgard unmissverständlich klar, dass der Drachenkrieg noch lange nicht vorüber war. Als die Angst unweigerlich in Zorn umschlug, dachte niemand mehr an Frieden. Das Volk forderte lauthals Nitox Tod. Ja, wir sind vorbeigerannt. Hallo, Alfinot. Essen. Okay. Ich wollte eigentlich noch schnell so einen Nudeltopf da einwerfen, aber okay, passt. Dann machen wir halt einfach weiter mit der Sequenz. Danke, Freunde, dass ihr gekommen seid. Hm? Gerne doch. Gibt es Neuigkeiten über den Verbleib des Schwarzen Drachen? Nein, leider nicht. Und das, obwohl wir seit dem Vorfall bei der Friedensfeier unablässig nach ihm gesucht haben. Unsere erfahrensten Dragoons haben jeden Winkel der wallenden Nebel durchkämmt. Doch bisher fehlt von Nitok jede Spur. Wirklich sehr bedauerlich. Allerdings ist kaum zu bezweifeln, dass Nitok bald von sich aus in die Offensive gehen wird. Wenn er sich verstecken wollte, wäre er nicht bei der Friedensfeier aufgetaucht. Solange es noch ruhig ist, sollten wir die Zeit nutzen, um uns intensiv auf die Auseinandersetzung mit unserem Erzfeind vorzubereiten. Sehr weise. Um Nitok standzuhalten, muss die Verteidigung Ischgards verstärkt werden. Darum werden wir uns kümmern. Die Ritter der vier Adelshäuser und Hildas Truppe erarbeiten gemeinsam einen Verteidigungsplan. Deshalb habe ich euch allerdings nicht zu mir gerufen. Sondern... Worum geht es dann? Durch seine beiden Augen ist Nitok im Vollbesitz seiner Kräfte. Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass wir ihm widerstehen können, wie sehr wir uns auch vorbereiten. Es sei denn, wir verschaffen uns ähnliche Kräfte. Oh oh.
Ihr meint doch nicht etwa... Wir möchten Reeswelge um Hilfe bitten. Oh nein. In der Tat ist Reeswelge eines der wenigen Wesen, die es mit Nitok aufnehmen könnten. Sie beide gehören zu den 7 hohen Drachen. Doch Reeswelge... Mir ist klar, dass Reeswelge in Abgeschiedenheit lebt und keine Absicht hat, in den Kampf zwischen Nitoks Drachen und Ishgard einzugreifen. Davon hattet ihr ja schon berichtet. Dennoch will ich mein Glück versuchen. Ich bin bereit, jeden Preis zu zahlen, um das Volk von Ishgard zu retten. Die Beseitigung Nitoks sehe ich als meine letzte Aufgabe als Anführer dieses Stadtstaates. Ich bitte euch dringlichst, mir dabei zu helfen. Führt mich zu Reeswelge. Guckt mich nicht immer so an. Einverstanden. Wir geleiten euch zum Kreidetempel. Dort können wir versuchen, mit dem Signalhorn, das Moglin uns gegeben hat, Reeswelge zu rufen. Möchte mal jemand meine Meinung davon? Ich danke euch. Hallo. Lucia, du vertrittst mich während meiner Abwesenheit. Zu Befehl, Großmeister. Gebt gut auf euch Acht. Die für einen Mechanismus, dass die Türen automatisch auf und zu gehen. Okay. Dann einmal dahin. Suchen wir erst den einen und dann den anderen Drachen. Von aus, sie hockt wieder oben. Ja, da ist sie. Die Drache im Hintergrund ist süß.
Skorpion. Drachendiplomatie, hä? So. Moklingen. Ach komm, da fliegen wir einfach mal hin. Ich habe jetzt keine Lust auf das ewige Hin und Her teleportieren. Ja, stimmt. Sieht irgendwie cool aus. Pitch-Richtung. Ja, irgendwann lerne ich das noch mit in die Mitz-Richtung. Irgendwann habe ich das so mal raus. In dieser Höhle habe ich das Gefühl, wir kommen gar nicht voran. Sonst schreck mich zu etwas, ist schwer. Aber sehr schwer. Muss man sich schon zusammenreißen. Okay, hier ist ja die eine Indie, ne? Wie gehe ich von hier aus überhaupt dahin? Hier. Ich hier schon wieder keine Ahnung, was wird überhaupt. Oh Gott. Wir waren so. Ich habe mich einmal verflogen. 5 Zentimeter habe ich mich verflogen. Ja, ich weiß. Das habe ich dann auch begriffen. Hat doch geklappt. Waren doch nur ein paar Millimeter verflogen. Wir sind am Ziel. Okay. Please.
Ich weiß nicht, irgendwie neige ich dazu, wenn ich Mokri sehe, meinen Mokri rausholen. Oh. Ich müsste das eigentlich mal so machen, dass diese Mucke einfach mal die ganze Zeit hier so sitzt. Aber das geht leider nicht. Da hinten, ne? Hoffentlich gehe ich doch wieder. Ja, ich habe eine fette Katze mal. Mm-hmm.